Fredo und Weidmannsheil, liebe Freunde von The Hunter, dem Jagdsimulator. Da hinten läuft was, das wird wohl unser Weibchen sein. Da haben wir die Sichtung und ja, es kommt auch ein bisschen auf uns zu. Das kommt uns natürlich gelegen. Ich habe es ja gesagt, wenn es hier noch in die Richtung kommt, dann werden wir es uns noch holen. Und da ist es auch soweit. So. Waffe können wir wieder wegstecken. Und ansonsten werden wir natürlich unsere Mission noch weitermachen. Nochmal kurz zur Erinnerung hier eingeblendet. Und von dieser Mission ist nur noch ein einziger Punkt übrig. Wir müssen Ansitz Nummer 15 anlaufen. Alles andere haben wir in den Folgen zuvor schon erledigen können. So, und ein früher Abschuss, das macht natürlich immer Hoffnung, dass in der Folge auch noch ein weiterer Abschuss möglich sein könnte. So, genügend Spuren haben wir ja von dem Tier, können wir direkt analysieren. Und ja, schau mal einer an, Herz sogar noch mit erwischt. Außerdem Schulterblatt, rechte und die linke Lunge. 50,8 Kilo, ein bisschen schwerer wie die letzte, die wir geschossen haben. Die war ja etwa 1 Kilo leichter. So, und wir markieren uns hier unseren letzten Ansitz, zu dem wir hin müssen. Wert jetzt bis Höhe der Teiche werde ich hier noch aufrecht laufen. Danach werden wir wieder in die geduckte Haltung übergehen. Aber hier war jetzt ja erstmal ein lauter Schuss. Das heißt, hier haben wir die nächsten paar Meter erstmal eh noch nichts. Es sei denn, es ist taub. So, wo haben wir hier eine Lücke, wo wir durchkommen? Hier, das sieht doch ganz gut aus. Und ja, dann haben wir auch mal wieder eine Mission erfüllt. Ich mache das hin und wieder ganz gerne, dass ich einfach mal mir eine Mission rauspicke und sage, och, die versuche ich jetzt mal. Und einige Missionen, ja, jetzt die Wandermission natürlich weniger, aber von anderen Missionen, wo man eben Tier XY erlegen muss mit einer bestimmten Waffe oder auf eine bestimmte Entfernung oder man muss einen bestimmten Treffer hinbekommen, das eben mit einem Herzschuss oder wie auch immer. Das sind oftmals dann Dinge, die auch einfach mal per Zufall passieren, dass man gar nicht mehr wusste, dass man diese Mission hat. Man hat sie irgendwann mal aktiviert und ja, jetzt erfüllt, obwohl man gar nicht mehr wusste, dass sie existiert. So Wandermissionen sind natürlich etwas, die man dann gezielter machen muss, denn man muss ja wissen, wo man hinwandern muss. Sollte sich also dementsprechend die Punkte vorher, ja, aufschreiben und dann kann man das natürlich, siehe hier, habe ich ja auch mit dem Markierstift. Wir können auch hier mal, dass wir die Laufwege sehen. Wir sehen also, hier haben wir uns gut dran gehalten. Hier sind wir wegen Wapiti ein bisschen abgewichen. Aber ansonsten kommt das ganz gut hin. Haben wir also unseren Laufweg vorher schon markiert, wo wir langlaufen, in welcher Reihenfolge wir die Ansitze eben ablaufen. Und dann kann man das auch recht gut einschätzen, wenn man sich im Spiel dann auch schon, ja, einen Moment weit auskennt, schon ein bisschen länger spielt, wie lang man denn etwa für die Strecke brauchen könnte. Und ja, ob wir das jetzt hier in den restlichen etwa 10 Minuten hinbekommen, weiß ich nicht. Wir müssen noch bis da oben hin und ich möchte eben jetzt auch nicht aufrecht laufen, da würde es schneller gehen. Theoretisch könnten wir sagen, wir
können ja Tiere verjagen, ist ja kein Problem, wir müssen nur noch dahin, könnten also sogar rennen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte auf dem Weg dorthin mir die Option offen lassen, auch durchaus noch einen Schuss abfeuern zu können. Und wenn es aber, ja, wenn wir es mit ein bisschen Überlänge hinbekommen, kein Problem, machen wir die. Wenn es dann doch noch zu weit entfernt ist, dann werde ich noch eine Sonntagsfolge dranhängen. Aber auch nur dann, denn diese Woche bin ich leicht im Verzug mit dem Hochladen meiner Videos. Und da wäre es natürlich schon nicht schlecht, wenn das kein zusätzliches Video geben würde, was mich dann noch ein bisschen mehr in Bedrängnis bringen würde. War halt jetzt auch wieder etwas mehr, da ich ja wieder Landwirtschaftssimulator Multiplayer-Folgen hatte. So, und daneben hätten wir einen Hirsch. Ein Hirsch wäre natürlich schon auch interessant. Da mal halt, der wäre in etwa hier. Ja, ein Stückchen hinten dran noch. So. Wir rufen noch einmal. Hänschen piep einmal. So, und langsam müssten wir dann schon schauen. Wir sind ja doch schon relativ nah, dass wir uns hier einen Punkt suchen, wo wir möglichst gute Tarnung haben, aber auch gute Sicht. Und ja, hier sehen wir nicht weit. Hier sind wir einfach gerade in einer kleinen Senke drin. Wir müssen also einfach noch einen Schritt nach vorne wagen. Und hoffen, dass uns der Hirsch nicht schon zu sehr entgegengekommen ist. So. Hier können wir sogar liegen und haben trotzdem noch Sicht. Müssten uns ja dem Punkt nach eher ein bisschen da oben orientieren. Gehe hier doch mal noch so vor. So hätte ich erstmal doch noch ein klein bisschen mehr Aussicht im Knien als im Liegen. Natürlich bei Hirsch auch immer wieder so ein klein bisschen die Frage, kommt da nicht? Die sind ja je nach Größe natürlich dann auch durchaus sehr vorsichtig, manchmal auch sehr, sehr langsam auf so einen Ruf ankommen, weil sie eben alt erfahren und sehr vorsichtig sind. Ich könnte mal schauen. Ja, Geruchsreduzierung habe ich im Moment keine mehr. Also legen wir mal wieder auf. Sicher ist sicher. Denn ich sehe hier gerade nicht. Und er hat aber wohl nochmal gerufen. Wir sehen hier neue Kreise und die sind deutlich näher gekommen. Ja, ein bisschen links davon müssten sie gewesen sein. So in etwa. Also er scheint hierher unterwegs zu sein. Rufen wir noch mal. Aber hier haben wir natürlich die Tanne vor uns. Ah, da kommt, da haben wir ihn doch gesehen. Sehr schön. Ja, auch wenn das von der Entfernung her quasi schon mit dem Revolver funktionieren könnte, nehme ich mir hier, da kommt er. Oh, das ist ein sehr schönes Exemplar. Nehme ich mir hier lieber das Gewehr.
Und da liegt er. Und das war ein sehr schönes Exemplar, sehr schönes Geweih. Das war also definitiv kein junges Tier. Der hat schon ein paar Lenzen auf dem Buckel. Und wir werden uns hier vorsichtig von der Seite annähern, dass wir wenigstens diese Spur, die Blutspur hier auch noch mit aufnehmen können. Und dann schauen wir uns mal das Geweih hier an, soweit wie wir es sehen können. Ja, das sieht doch wirklich nicht schlecht aus. Da bin ich mal gespannt. Linke Lunge, Leber, Magen, also leider kein Herztreffer, aber ja, 160er Score oder eben 85er CSS, definitiv nicht schlecht. Das ist mir jetzt, glaube ich, auch ein Bildchen wert. Und ja, ich habe auch für diese drei Folgen für diese Woche kein Thumbnail, also das könnte unser Video Thumbnail für diese Woche sein. Gehen wir ein bisschen hoch noch. Ja, gehen wir hier so ein bisschen rüber. Da sehen wir, glaube ich, das Geweih noch etwas schöner. So, wunderbar. Das hat sich doch gelohnt. So, jetzt sind wir zwar aufrecht, aber jetzt haben wir hier ja eh einen Schuss abgegeben. Haben also noch einen zweiten geschafft und haben ja noch 3 Minuten eigentlich. Also werde ich hier, ich bin doch nicht aufrecht, ich werde hier doch ein paar Meter jetzt mal rennen. Aber die, hier sind so viele Spuren, die kann ich gar nicht alle jetzt mitnehmen. Die Zeit rennt, die Zeit rennt. Nehmt's mir nicht böse, ich hätte euch eine Sonntagsfolge noch gegönnt, aber ja, wie gesagt, diese Woche einfach mit dem Hochladen sowieso schon im Verzug. Vielleicht die nächste Woche dann. Bin auch mal gespannt, wenn das gut ankam. Es gibt ja auch noch andere Maps, auf denen wir Wandermissionen oder auf denen ich Wandermissionen offen habe. Wenn das gut ankam, vielleicht nächste Woche auf einer anderen Map schon wieder eine Wandermission. Fragezeichen, Fragezeichen. Ihr könnt mir natürlich, wenn ihr dafür seid, das auch unter dieses Video noch schreiben. Nur bis ich die Kommentare dann lese, werde ich für die nächste Woche schon wieder aufgezeichnet haben. Das heißt, da werde ich dann erst wieder die darauf folgende Woche drauf reagieren können. Aber vielleicht kamen ja bei der anderen Folge auch genügend Kommentare zusammen. So, da wäre ein Kojote gewesen, flüchtend. Der hat uns also schon annähernd gehört. Ja, schade. Ich hätte ja gern mit der 223er mal die Wirkung auf Kojote getestet. Aber ich werde das Wochenende mit doppelten XP mit doppelten Erfahrungspunkten, doppelter Skill, Anreicherung, wie auch immer man es nennen mag, definitiv wohl ein bisschen intensiver wieder auf die Jagd gehen. Werde also das Wochenende zum Jagdwochenende erklären. Und da wird sich sicherlich auch noch mal die ein oder andere Gelegenheit ergeben, einen Kojoten mit der 223er erlegen zu können. Und wenn ich da zufrieden bin, dann können wir das ja auch in einem der nächsten Videos, es muss ja nicht direkt das nächste sein, wissen wir nicht, ob wir dann überhaupt auf einer Map sind, auf der es auch Kojoten gibt, aber in einem der nächsten Videos vielleicht dann auch die Waffe verwenden. So, ich nehme hier mal wieder Tempo raus. Wir sind bald am Ansitz. Haben zwar die 15 Minuten auch gleich schon voll, aber ja, scheiß der Hund drauf. Ein, 2 Minuten länger kann so ein Video ja auch durchaus werden.
Seid ihr ja auch bei mir gewöhnt, dass es nicht immer direkt bei 15 Minuten Schluss ist. Das heißt, wir haben hier auch noch Zeit, den Champignon aufzusammeln. Und hier haben wir schon die Einblendung, die Mission ist completed. Wir haben also den letzten Punkt damit hier erreicht. Damit haben wir alles abgehakt. Können also hier nochmal schnell Goodbye sagen. Diese Mission erfüllt 100 GMs auf unserem Konto dazugekommen. Dafür kann ich mir dann wieder, ja, für 100 GMs, die reichen nicht für ein Päckchen Geruchsreduzierung. Aber eben, ich habe da doch einiges inzwischen angesammelt und da kann ich mir eben sowas von kaufen. Oder eben zum Beispiel Gesichtsbemalung, die ich ja auch immer wieder gerne auflege. Gerade wenn man den Tieren sehr nahe kommt, bin ich der Meinung, die bringt auch wirklich nur minimal, aber eben bringt ein bisschen was. Ansonsten, ja, wenn wir hier ins Inventar schauen, hier die Camping, um Schnellreise zu machen, das kann man da holen. Erste Hilfe kann man da holen, die Geruchsreduzierung, die Gesichtsbemalung, Munition könnte man dort holen, aber da ich ja Mitglied bin, zahlender Mitglied, da bekomme ich Munition ja eh immer wieder aufgefüllt. Könnte mir dort für holen, aber auch zum Beispiel das Futter für Bärenfass oder Schweinekehrung. Also da gibt es genügend Möglichkeiten, die GMs auch hin und wieder loszuwerden. Oder zum Beispiel für Waldebar das Kletterzeugs. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. 17 Minuten haben wir voll. Damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen und Kommentar wären nett. Und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.